Hallo liebe Zuschauer, willkommen zu meiner Tutorial-Reihe, wie man ein erfolgreicher YouTuber wird. Ich mache das, weil mich viele Leute anschreiben auf Facebook, auf YouTube oder im Let's Play-Forum und fragen, wie hast du es geschafft, so groß zu werden und hin und her. 1000 Abonnenten sind nicht viel, also finde mich nicht groß, aber anscheinend finden das andere schon. Ich bin seit 2008, also seit ungefähr 7 Jahren auf YouTube unterwegs und meine sagen zu können, wie es so läuft. Ich kann euch sagen, wie das Zeitmanagement von einem YouTuber ungefähr auszusehen hat, wie YouTube an sich einfach funktioniert. Wie steigen die Klicks, wie steigen die Abonnenten, wie steigen die Kommentare? Wie viel Geld kann man damit ungefähr verdienen? Und an sich einfach, wie man zumindest in meinen Augen ein guter YouTuber wird. An der Stelle muss ich noch sagen, dass ich, wenn ich alle Ideen, die ich habe, wirklich so umsetzen würde oder überhaupt umsetzen würde, wäre ich sicherlich auch deutlich größer mittlerweile oder schon. Aber jeder kennt es, die Zeit ist einfach nicht da, man hat dann doch nicht den Elan, lässt die Sachen schleifen oder macht sie dann komplett überhaupt nicht. Und das ist scheiße eigentlich. Aber das war jetzt nur kurz am Rande erwähnt. Eigentlich habe ich jetzt schon 1 Million Abonnenten. Ihr könnt mich jetzt ungefähr im Millionen-Abonnenten-Bereich sehen, nur so nebenbei, okay, gut. Es beginnt schon direkt zu Anfang. Viele Leute fragen, womit soll ich anfangen? Ich möchte mit YouTube Geld verdienen. Ich möchte Geld verdienen, indem ich spiele und das aufzeichne. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und ich will jetzt nicht direkt zu Anfang Träume zerstören oder so, aber dann seid ihr eigentlich weit ab vom Schuss. Dann könnt ihr da gar nicht viel erwarten, weil wenn ihr einfach rangeht, ohne zu wissen, was ihr machen sollt, ihr müsst mit einem Konzept rangehen, weil sonst schaut ihr euch irgendwas ab oder fragt womöglich noch, was soll ich machen. Eigentlich ist es Schwachsinn, weil dann sagen die Leute euch, was sie machen oder was ihr machen solltet, das sind Ideen von denen, die sie wahrscheinlich selbst durchführen und dann seid ihr nur Let's Player Nummer 500.000 und warum soll man euch schauen? Das ist alles der gleiche Matsch, das bringt nicht. Ihr müsst was machen, was es noch nicht gibt oder ihr müsst etwas machen, was jemand anderes macht und das deutlich besser machen. Für mich waren das schnell geschnittene, lustige Commentaries oder Let's Plays oder wie man das bei mir auch nennen mag, mit viel amerikanischem Humor und danach habe ich gesucht. Das habe ich nicht gefunden, also bumm, mache ich es halt selbst. Schnelle Schnitte, lustiger Kram, immer am Lachen, papapapapam. Also ihr müsst eine Idee haben, wenn ihr starten wollt. Ihr müsst schon irgendwas haben. Entweder sagt ihr, ich mache XY, was ganz Neues, oder er sagt, ich habe mir jetzt in der ganzen WoW-Szene, habe ich Videos gesucht, wie man kackt, wie man was richtig verzaubert oder was weiß ich. Und ich weiß aber, ich kann das viel besser und viel toller machen, Verzauberungsvideos, und deswegen mache ich das. So. Wenn ihr nun die Idee habt und wisst, was ihr machen wollt, dann müsst ihr erstmal analytisch an euch selbst rangehen und überlegen, wie bin ich drauf? Was kann ich? Ihr solltet von eurem Charakter her also auf jeden Fall analytisch sein, witzig und möglichst auch eine gute Aussprache besitzen. Und auch einen möglichst großen Wortschatz, weil sonst, wenn da nur Laber rauskommt, dann will es auch kein Schwein hören. Wenn ihr nicht witzig seid, wenn euer Charakter jetzt nicht so stark ist, ne, dann solltet ihr auf jeden Fall Skill haben. Wenn ihr COD zum Beispiel nehmt und einfach übelst die Gameplays raushaut oder Tutorials macht, dann müsst ihr auch gut sein. Niemand will ein Gameplay gucken von jemandem, der sauschlecht ist. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist logisch, aber dennoch sei hier nochmal an der Stelle erwähnt, dann müsst ihr auf jeden Fall Skill haben, wenn ihr schon nicht der witzige Charakterdödel seid, ne, der sich selbst praktisch, der selbst im Rampenlicht steht, dann muss das Spiel, also euer Skill, muss im Rampenlicht stehen, ihr müsst saugut sein. Wenn ihr euch dessen im Klaren seid, dann müsst ihr auch weiterdenken und überlegen, könnt ihr mit Videobearbeitungsprogrammen arbeiten, macht euch das Spaß, also ihr solltet auf jeden Fall schneiden können, das ist mit auch die größte Arbeit am YouTuber sein. Schneiden und bearbeiten von euren Filmen. Wenn ihr schneiden könnt, dann ist es eigentlich schon nicht schlecht. Wenn euer Wissen noch darüber hinausgeht und ihr noch mit Effekten rumwerkeln könnt und sowas, dann ist es umso besser, weil ihr einfach eure Videos unterstreichen könnt. Wenn ihr gewisse Themen habt, dann könnt ihr da nochmal genau drauf eingehen. Wenn ihr irgendwas einblendet, wenn ihr, was weiß ich, Blutspritzer reinhauen könnt mit After Effects, mit Greenscreen oder was weiß ich, das macht alles noch umso besser. Aber schneiden, bisschen hin und her schieben, synchronisieren, das muss man einfach können als YouTuber, weil sonst kann man es vergessen. Selbst ein Video wie dieses hier kostet einiges an Zeit. Erstmal muss die ganze Sache eingesprochen werden. Und dann gehe ich durch meinen Videofundus und suche die einzelnen Gameplay-Schnipsel raus, die ich hier verwenden will. Es ist nichts Schweres, aber es kostet einfach Zeit. Ihr müsst arbeiten mit dem Bearbeitungsprogramm, das ihr euch ausgewählt habt. Und ja, weitere Skills, die ihr auf jeden Fall besitzen solltet, ist, könnt ihr mit Photoshop arbeiten, beziehungsweise mit Photoshop-ähnlichen Programmen, um Thumbnails zu erstellen, die ansprechend sind für die Zuschauer, dass sie auch wirklich draufklicken und sich euer Video anschauen. Habt ihr ein wenig Ahnung von Marketing? Wisst ihr, was Search Engine Optimization ist, beziehungsweise Suchmaschinenoptimierung? Wisst ihr, wie man Videos attraktiv betitelt, sodass sie auch wirklich geklickt werden von den Leuten? Die nächste Frage ist es Zeit für dich, YouTuber zu sein?
Die meisten wirklich guten Spieler sind oft Kinder, die Sommerferien haben und einfach sehr viel Zeit haben zu spielen. Die spielen dann irgendwelche Sachen, für die sie wahrscheinlich auch noch viel zu jung sind, sagen wir jetzt einfach mal COD. Die denken sich dann, es ist bestimmt eine gute Idee, wenn ich jetzt meine ultra krassen Gameplays hochlade und dazu noch ein Commentary mache und das lade ich auf YouTube hoch. Wenn euch ein gewisser Grad der Reife fehlt, wenn ihr die noch nicht erreicht habt, dann limitiert ihr euer Zuschauerfeld auf eine sehr kleine Zahl. Also einfach ausgedrückt, ihr seid 10 Jahre alt und macht jetzt irgendwelche Minecraft-Videos oder sowas. Der Großteil eurer Zuschauer wird nur aus 10-Jährigen bestehen, weil ihr die darüber gar nicht erreicht, weil die Reife fehlt. Das analytische Herangehen, das man dann als Älterer gerne hat, fehlt. Der Humor ist ein ganz anderer, wenn man so jung ist. Und ja, dadurch limitiert ihr euch halt wirklich stark selbst. Wenn es für euch kein Problem ist und ihr euch denkt, egal, ich mache YouTube eh jetzt für immer, also jahrzehntelang, dann fangt klein an und macht es halt so. Aber ihr könnt dann nicht erwarten, dass ihr dann in ein oder zwei Jahren ultimativ viele Abonnenten habt, weil ihr halt nur ein kleines Publikum ansprecht. Wenn ihr noch sehr jung seid, aber dennoch mit YouTube anfangen wollt, irgendwann in absehbarer Zeit, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr dennoch Zeit verstreichen lasst und erstmal die Sachen übt, die ich jetzt vorhin genannt habe, dass ihr das wirklich drauf habt. Und dann fangt halt an. Wenn ihr jetzt 9 seid und ihr wollt unbedingt YouTube machen, ist es scheiße zu sagen, dann wartet noch 10 Jahre. Das verstehe ich. Aber wartet noch 9, welch? Nee, Quatsch. Ein weiterer Aspekt, der die Reife betrifft, sind die Kommentare auf YouTube. Also, ihr seid im Internet. Ganz viele Leute können anonym oder auch nicht anonym kommentieren. Und da kann ganz viel Hate mit rumkommen. Und da können echt krasse Sachen drinstehen. Also, ihr müsst damit umgehen können. Das ist der Grund, warum viele große YouTuber ihre Comment-Section komplett ausgeschaltet haben. Weil der Hate einfach außer Kontrolle geraten ist. Damit müsst ihr umgehen können. Ihr müsst echt ein dickes Fell haben. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja. Sehr gut.